Die Naturkatastrophe in Pakistan ist in der Tat erschreckend. Ein Monsun, der normalerweise im August endet und im September noch nicht zu Ende ist. Das ist einzigartig, Temperaturen von über 50 Grad. Und wenn wir etwas politisch Positives erkennen können, dann das ist doch die große globale Hilfe, dass hier nämlich Länder, die ansonsten politisch Gegner sind, ja sogar verfeindet sind, helfen. Die Vereinigten Staaten, China und die Europäische Union ziehen gemeinsam an einem Strang. Wann hat es das schon gegeben? Genau das ist die Botschaft für Pakistan in die Zukunft. Wir wollen als Europäer in dieser Region an Bord bleiben. Und genau deshalb freue ich mich auch, dass Botschafter Khan heute bei uns ist, weil es zeigt, dass auch Pakistan uns dabei haben möchte. Wir wollen als Europa eine große globale Friedensmacht des Handels, des Ausgleichs und der Partnerschaft sein. Und ich denke, dass wir es hier zeigen können. Die Zukunft kann aber nicht darin liegen, dass wir nur die Helfer und großzügigen Geber sind, sondern es geht um Partnerschaft, die auch Unterschiedlichkeit respektiert. Genau deshalb bin ich, anders als Sie, Herr Kollege van Dalen, der Meinung, dass Pakistan in GSP Plus drinbleiben muss, weil wir nur dadurch erreichen, dass wir in dieser zentralasiatischen Region eben dabei bleiben. Wenn wir uns rausziehen, sind wir draußen. Aber wenn wir draußen sind, können wir gar nichts mehr beeinflussen. Beeinflussen nicht im Sinne der Diktatur eines Vorschreibens, sondern beeinflussen im Sinne einer Partnerschaft, eines Gebens und Nehmens. Und ich glaube, dass wir jetzt die Chance nutzen sollten, wenn diese Flutkatastrophe einigermaßen überwunden sein wird, worauf ich hoffe, dass wir daran arbeiten, dass wir in Zentralasien unsere Position stärken. Stärken als Partner, stärken mit Respekt für andere Wege und auch als Partner mit anderen Mitspielern, selbst wenn diese uns teilweise nicht gefallen. Vielen Dank. Mhm.